10.214 Dollar Gewinn. Das ist unser Handelsergebnis im Rohstoff- und Futurehandel nach COT-Daten. Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. Mein Name ist Marc Schulz und in diesem Video zeige ich auf, welche Trades wir in der letzten Handelswoche gemacht haben und welches Ergebnis daraus entstanden ist. Mit dem Wochengewinn von 10.214 Dollar haben wir unser Drawdown weiter reduziert. Unser Drawdown beträgt aktuell 23.000 Dollar und wir schauen uns auch gleich unsere offene Position an und werden feststellen, dass wir dort sehr gutes offenes Gewinn haben. Die Chance also steht dafür gut, dass wir in den nächsten Wochen aus dem Drawdown rauskommen. Wie immer fangen wir an mit den Portfolios, mit welchen wir in die Handelswoche 16 gestartet bzw. die Handelswoche 16 beendet haben. Auf der linken Seite das Portfolio, das kennt ihr bereits, das habe ich in den letzten Handelsergebnissen vorgestellt. Mit demselben Portfolio sind wir logischerweise dann in die Handelswoche gestartet. In unserem Portfolio hatten wir Kaffee, das war eine Position mit starkem Minus. Wir waren stark im Plus im Zucker. Und wir hatten auch eine Position im Silber, die Position war plus minus null. Im Laufe der Woche haben wir Zucker geschlossen, wir haben aber auch noch zusätzlich zwei Positionen eröffnet, und zwar Benzin und Sojabinöl. Schauen wir uns die Trades nacheinander an. So, wir fangen mit Zucker an. Im Zucker hatten wir ein Kaufsignal in Wochentrendrichtung. Ich habe in den letzten Handelsergebnissen schon darauf hingewiesen, dass wir solche Trades mögen, weil die am besten funktionieren. Auf dem Tageschart haben wir auf unser Einstiegsbutton gewartet, diese ist dann aufgetreten, wir wurden plangemäß getriggert und die Position haben wir dann mit einem Plus von 10.214 Dollar geschlossen. Nächste Trade, Kaffee. Wir hatten im Kaffee ein Kaufsignal, welches aber von dem Seasonal Trend nicht bestätigt wurde. Dennoch haben wir den Trade gemacht, weil die Auswertung der zusätzlichen Daten hat für den Trade gesprochen. Auf dem Tageschart haben wir unser Timing abgewartet. Wir wurden plangemäß getriggert. Unser Stopp war weit genug, weil wir haben eine Korrektur erwartet. Die ist dann auch aufgetreten. Und wie man sieht, die Korrektur war zu Ende. Die Position lief dann ganz gut in unsere Richtung und der starke Freitag schoss dann die Position in Buchgewinn in Höhe von ca. 10.000 Dollar. Nächste Trade Silber. Beim Silber haben wir ein Rangemark, kann man sagen. Dort haben wir ein Kaufsignal bekommen. Insgesamt bei vielen Metallen hatten wir Kaufsignal nach COT-Daten. Wir haben uns Silber ausgesucht, haben uns dementsprechend positioniert. Wir wurden getriggert. Erstmal ging gegen uns, dann gab es einen starken Mittwoch. Der wurde wiederum abverkauft in den nächsten darauffolgenden Tagen. Und wir schlossen die Woche mit einem Plus-Minus-Null-Ergebnis. So, in der Regel, solche Entwicklung gefällt uns gar nicht, weil wenn unser Timing stimmt, dann geht der Kurs in unsere Richtung. Aktuell sehen wir, dass er das nicht tut. Aus dem Grund werden wir uns Gedanken machen, wie wir aus diesem Trade aussteigen, weil es gibt auch andere Märkte, die vielversprechender sind. Und somit werden wir unser Kapital freisetzen, unser Risikokapital freisetzen für die anderen Märkte. So, wie wir hier genau vorgehen, das werden wir dann in Handels Plänen heute Abend in unserer Trading-Gruppe aufzeigen. Nächste Trade Gasoline, das ist der Trade, der uns das Gesamtergebnis ein bisschen vermasselt hat oder der sich nicht so gut entwickelt wie erwartet, aber wenn wir ein Portfolio aufbauen von mehreren Positionen, dann laufen selten alle Positionen nach unserer Erwartung in die Gewinnzone, sondern es gibt immer eine Position, die oder fast immer, die dagegen läuft. Das ist normal. Unser Ziel ist, das Portfolio möglichst gewinnbringend abschließen, also die Buchgewinne dann rechtzeitig zu realisieren, das Positionsmanagement untereinander richtig zu gestalten, so dass wir mit diesem Portfolio letztendlich Geld verdienen. Welche der Positionen uns den Gewinn oder den Verlust bringen, interessiert uns in der ersten Linie wenig, sondern wir müssen wirklich hier uns auf unser Portfolio fokussieren. Schauen wir uns die Positionen an. Wir wurden plangemäß getriggert nach unserem Einstiegsbutton. Mit unserem Einstiegsbutton bestimmen wir das Timing im Markt. Also dazu verwenden wir noch einige Indikatoren auf dem Tageschart. Das in Kombination gibt uns die Information, ob das Timing hier passend ist oder nicht. Und dementsprechend gehen wir dann in den Markt. Wir wurden plangemäß getriggert. Die Position lief dann stark gegen uns.
Wenn wir jetzt den Kursverlauf anschauen, dann sehen wir, dass hier in diesem aufsteigenden Trend schon solche Korrekturen gab es und das ist jetzt noch kein erstmal nichts Dramatisches. Wir haben das auch erwartet, deswegen haben wir unser Stopp auch weit genug gesetzt. Allerdings müssen wir schauen, was wir mit der Position machen, weil aktuell gibt es Signale in anderen Märkten, die vielversprechender sind. Und auch hier werden wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Trade managen, ob wir hier weiterhin diese Position bleiben und unser Kursziel anpeilen oder ob wir versuchen, hier möglichst schadensfrei aus diesem Trade auszusteigen. Wie immer, das besprechen wir in den Handelsplänen bei uns in unserer Trading-Gruppe. Nächste Marktsäule bin Öl. Das ist ein Markt, der sehr gut lief letzte Woche. Wir haben hier ein Kaufsignal bekommen. Davor hatten wir einen starken Wochentrend. Es lief nur noch in eine Richtung, zwar nach oben. Dann gab es eine Korrektur und dann gab es eine Bestätigung für Trendfortsetzung in Form vom Signal von COT-Daten. So, das haben wir natürlich genutzt und haben uns dementsprechend hier long positioniert nach unserem Standard-Einstiegspattern. Und wurden hier plangemäß getriggert. Es lief dann in unsere Richtung. Und wie man sieht, ja, jeden Tag haben wir quasi ein neues Gewinnhoch gemacht. Der Freitag war ein bisschen schwach, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass die Bewegung hier sich fortsetzen wird. Dennoch sichern wir nach und nach unser Buchgewinn ab. Als nächstes schauen wir uns die Ergebnisse der zweiten COT-Strategie, sogenannte Champion-Strategie. Hier haben wir ein Portfolio auf der linken Seite, welches wir in den letzten Handelsergebnissen vorgestellt haben. Mit demselben Portfolio sind wir dann in die Handelswoche 16 gestartet. In unserem Portfolio hatten wir nur zwei Positionen. Wir waren in Cotton Long und wir waren in Soybean-Öl mit zwei Kontrakten Long und auch mit beiden Positionen im Plus. Kalenderwoche 16 haben wir beendet mit einem Portfolio, in welchem wir Kakao haben. Also mit fünf Kontrakten sind wir dort long. Wir sind weiterhin nach wie vor in Cotton, Deutsch Baumwolle, long. Und neue Position ist dazugekommen und zwar Kupfer. Also die Position von letzter Woche in Soybean-Öl haben wir geschlossen. Und wir haben in Kakao zwei Trades gemacht. Also in Kakao, das ist der zweite Trade. Und zwar, wir sehen diesen Trade hier. Wir haben uns erstmal long positioniert. Dann gab es starken Ausverkauf am Dienstag. Wir wurden ausgestoppt. Wir haben hier mit einem ganz knappen Stopp gearbeitet. So, und dann haben wir uns nochmal long positioniert mit fünf Kontrakten, weil das Setup nach wie vor aktiv ist. Und wir gehen davon aus, dass der Trend nach oben dennoch stattfinden wird. Aus dem Grund haben wir uns zweites Mal hier in diesem Markt long positioniert. Die Ergebnisse der Trades der COT-Strategie Champion kann man hier anschauen. Wir haben, wie man sieht, im Soybean-Öl 6.212 Dollar Gewinn realisiert. Im Kakao haben wir 2.130 Dollar verloren. Somit ergibt sich ein Wochenergebnis in Höhe von 4.082 Dollar. Wie immer zum Schluss ein paar Worte zum CIB-Index. Wie bereits letzte Woche angesprochen, sind wir davon ausgegangen, dass das nur eine Korrektur ist. Die letzte Woche war stark und sprach für die Trendfortsetzung bei Rohstoffen. Und wir haben auch in letzter Woche gesehen, auch bei unseren offenen Positionen, dass das tatsächlich angetreten ist. Viele Rohstoffe steigen weiter in Wochentrendrichtung. Und das ist ebenfalls im den Rohstoffindex CIB zu sehen. Also wir sehen, wir haben zweite Woche in Folge eine starke Woche. Wir überqueren gerade oder durchbrechen gerade einen Widerstand und aus dem Grund gehen wir davon aus, dass wir hier noch höhere Rohstoffpreise sehen werden. So, das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis nächste Woche. Nächste Woche wie immer Handelsergebnisse und heute Abend sehen wir uns in unserer Trading-Gruppe. Dort poste ich unsere Handelspläne und morgen gibt es Webinar für die Coaching-Teilnehmer. In diesem Sinne, ich wünsche allen eine gute Handelswoche, gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche und wünsche euch viele gute Trades. Denk an die Risiken, das Risk- und Money-Management ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading.